So, weiter geht's. Ja, ich glaube, großes Finale. Ich trinke nochmal einen Schluck ab, warte mal. Übrigens immer noch die Winnie-Pooh-Tasse. Was? Nein, ganz bestimmt nicht. Da ist nämlich eine Tür, da gehe ich lieber dahin. Kannst du überhaupt noch malen? Nee, ich kann nicht mehr. Früher konnte ich besser malen. Wenn du mich meinst. Ich gehe doch noch in den dunklen Raum hinter uns. Bin ich denn bescheuert? Ein Ouija-Brett. Wie gruselig. Ich, Lisa, bist du lesbisch? Warum hast du mit mir geschlafen? Magst du andere Frauen? Bin ich schwul? Was? Entschuldigung, okay. Ich schaue mich mal um, ob wir ein paar Infos finden hier. Zu diesem Brett. Okay, da kann ich hier was öffnen. Ist zu. Ist auch zu, okay. Kann ich raus? Okay, aber ich könnte... Ja, bevor ich da lang... Nee. Lass mal die Musik sein. Ich brauche die Musik gerade nicht. Ach, guck mal, ein Zettelchen. Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363853. Ja, aber was hat das denn mit dem Brett auf sich? Da kann man doch... Ah, warte mal. Ah, Moment. Warte mal. Was war das für eine Nummer? Warte. 363853. 363853. 3. 6. 3. 5. 8. 3. Ne, war es doch, oder? Achso, das kommt da oben hin. Warte mal. Kann ich das... Kann ich das zurücksetzen? Wie kann ich das denn? Kann ich das rückgängig machen? Hallo? Ich würde gerne... Nein. Warte mal. Das hat doch bestimmt in der Notiz irgendwas auf sich, oder? Meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363853. Dear sir, my wife would you tell her to play at your wedding. Please give us a call tonight and we'll work off of the details. Our number is 363853. Hope to hear from you soon. Gibt es hier irgendwie... Aber wie soll denn das funktionieren? Was soll ich denn da machen? Ich probiere das nochmal mit der Nummer 363. 853. 853. Das war falsch. Was so gut bemerkt? Vielleicht 555 vorwählen? Warte mal, ich probiere mal. 853. War das, ne? 853. Fehlt trotzdem noch eine Nummer. Nee. Ich kann mir vorstellen, dass es mit Buchstaben irgendwas hat. Warte mal, Lisa heißt sie, ne? Lisa? Lisa? Und dann vielleicht die Nummer? 363. 363. 853. Es
ist auch falsch, okay. Aber wo kriegen wir denn hier einen Hinweis? Weil in der Notiz steht ja sonst nichts anderes drin, ne? Welche Zahlen hattest du vorhin? Um Gottes Willen, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Rest des Zettels suchen. Ja, können wir mal gucken, ob wir noch was finden. Aber hier ist ja auch so viel Licht, dass ich auch so viel finde. Hier kommen wir nicht rein. Da liegt irgendwas drin. Das kann ich aber nicht. Ich kann den Schrank nicht öffnen. Ist hier denn irgendwie. Was war das? Achso, wir sind gegen den Schrank gelaufen. Ich sehe aber auch nichts. Hier können wir hier irgendwie. Nee. Es ist so dunkel. Ich weiß partout nicht. Ich will auch nicht unbedingt jetzt hier rausrennen, weil ich glaube, dann ist das weg. Aber was könnte das denn sein? Wir wissen doch selber gar nicht, wie wir heißen, ne? Hm. Den Hinweis hattest du doch schon längst bei den Türen. Bei den Türen? Oh Gott. Bei den Türen? Komme ich hier irgendwie wieder raus? Hä, wo ist denn die Tür? Ah, hier. Bei den Türen? Ist es wirklich die Zahl, die man sich da hätte aufschreiben müssen? Ich weiß nur, die Zahl vorhin, eine habe ich, das ist 363. Ah, warte mal, 363 stimmt ja, das hatten wir vorhin eingegeben in der Telefonnummer. Aber wie war denn die andere Zahl dann nochmal da gewesen? Boah, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich partout gerade nicht. Verdammt, hätte man sich das notieren müssen? Scheiße. Steht aber nichts drauf auf dem Ouija-Brett oder so, ne? Hm, ist aber merkwürdig. Ja, Bild war 363, genau. Warte mal, 363. 853. Genau, die Telefonnummer, die ich gewählt habe, ja, genau. Call, das könnte sein. Call vielleicht. Call. Nee, anscheinend nicht. 363. 863. Das sind noch drei Buchstaben oder drei Zahlen, die noch hinkommen müssten. 354? 363, 863, 354, hä? Ach, warte mal, no. Na, no. Ja, yes. Warte mal, also 363, 363, dann 853, 853. Und 354 passt doch gar nicht. 354. Fehlt doch immer noch eine Zahl oder ein Buchstabe hier oben. Oder reicht das schon? Sollte mir demnächst mal eine Notiz machen. Ah, wie schön. Ein Bild aus dem Wald, wo die beiden noch glücklich waren. Und da liegt ein Spiegel, glaube ich, den wir aber nicht aufnehmen können. Ich sollte mir vielleicht demnächst mal, wenn ich nächstes Mal solche Spiele spiele, mehr Notizen machen von Zahlen. Sie immer noch weinen.
November. Ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Habe ich eine wunderschöne Tochter? Ich finde, sie ist es. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann, wundervoll, sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Also ob sie überhaupt von Bedeutung wären? Es ist alles so sinnlos. Die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Und ich höre sie immer noch weinen. Das ist so fies. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Hört ihr das? Ich höre sie immer noch weinen, ganz leicht. Schon wieder hier. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, immortal. Okay. Bzz, 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 bzz. Schon wieder die Tür, wo sie war, ne? Oh Gott. Will er nicht rein. Kann es sein, dass er sie eingesperrt hat? Was war denn das? Okay. Juck grad die Zwiebel, warte mal eben. Ich muss mal eben jucken. Ah, aua. So, jetzt geht's wieder. Du Assi, du hast mich am Anfang erschreckt. Entschuldigung. Ich trau dem Rollstuhl keinen Meter. Seit letztens. Liegt der Rollstuhl da jetzt oder ist der? Habe ich es nicht gesagt? Ich traue den Rollstuhl keinen Meter? Okay, das ist creepy. Prost zusammen. Ja, Prost. Der Typ ist so kurzsichtig. Was? Im Sadomaso-Raum. Hallo, unbekannter Nummer. Da flüstert mir schon wieder jemand ins Öhrchen. What is taking so long? Open this fucking door. I need to go. Open up. Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Okay. Oder hat sie sich selbst das Leben genommen vielleicht? Die Frau?
Ah, ich muss gedrückt halten. Entschuldigung. Ich, Also nochmal von vorne. What the fuck? Ist ja abgefahren. Geh weg. Geh weg, Oma. Ich will nicht. Ich will nicht. Hä? Zieh den Stöpsel, ja, ich versuch's. Someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Ist ja abgefahren. Ist ja abgefahren. Naja, Klo geht immer noch nicht. Ich dachte, wäre währenddessen schon mal der Klempner da gewesen. Aber anscheinend... Okay, die Mullbinden liegen auch nicht mehr hier drin. Die wir damals am Anfang des Spiels hier gefunden hatten. Messer können wir uns nochmal angucken. Ist voller Blut. Und ich höre sie immer noch weinen. Oh Gott. Ich will es doch rückgängig machen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich will es doch rückgängig machen. Was ist denn hier? Spielen wir jetzt eine Runde Dame? Oder Mühle? Oder... Will hier gar nicht sein, bin ich ganz ehrlich. Müssen wir jetzt wieder Steine suchen, oder was? Da liegen noch genug. Okay, da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie die Steine für das Spiel wieder finden. Hier liegt noch jemand. War es das?
Hat die gerade gesagt, take a seat? Ich hab gewonnen. Ich höre sie schon wieder weinen. Was ist denn hier los? Ich glaube, wir machen mal für YouTube. Machen wir für YouTube mal eine kleine Folgenpause und dann, glaube ich, geht's ins Finale. Bis dann, ciao.